eins der klassischen Bistro-Gerichte in Frankreich ist Steak frites, also wirklich ein Stück Rindfleisch mit Pommes. Aber ich wollte hier nicht Pommes machen für alle. Das habe ich mir dann doch nicht zugetraut. Und ich würde sagen, geschmacklich und so kommt das nah an die Pommes. Ich hatte ja schon ein bisschen die Hoffnung, dass du doch irgendwo irgendwie die Currywurst einarbeitest. Ja, ich mache gar nichts mit Currywurst. Ich bin auch ehrlich nicht so der große Currywurst-Fan. Also, Trotz Ruhrgebiet. Also ich mag das schon gerne und das ist auch toll. Aber das ist ja nicht die Krone der Gastronomie im Ruhrgebiet, das sagen immer alle. Bochum steht mit Sicherheit für die Currywurst. Das verbinde ich absolut mit Bochum. Hier in Bochum ist das besonders schlimm. Wir haben ja so eine legendäre Bratwurstbude und dann haben wir Herbert Grönemeyer, der das besungen hat. Grönemeyer hat es, glaube ich, auch besungen. Was Schöneres gibt es nicht, als kommst du von der Schicht, als eine Currywurst. Also, ja. Also wir hier in Bochum oder im Ruhrgebiet, viele sind so vom Sternzeichen Currywurst, kann man so sagen. Ne? Ja, also die Currywurst ist hier allgegenwärtig. Tradition. Ja, auf jeden Fall. Ich will mal Currywurst nicht raus, aber ich würde niemals behaupten, das ist das beste Essen, was man in Bochum bekommen kann, um Gottes Willen. Das reduziere ich jetzt und hier kommt noch etwas Wacholderbeeren. Dann weht Lorbeerlaub durch das Keramikreich. Das ist ja auch eine von euch, ja, ja. Genau. Alles, was so türkis ist, das ist aus der Produktion von Imra. Ach so, schön. Dann habt ihr beide ja eure eigenen Ausstellungsstücke, kann man sagen, oder? Ja, das sind eher Bilder, ne? Genau, Martin hat ja die ganzen Fotos dann. Genau, das ist sicher auch von dir. Das ist auch von mir, genau. Was glänzt denn da so? Das ist mein Motivationsfoto. Ne? Das sind die ganzen Kochpokale, die ich gewonnen habe. Ne? Ach so, klar. Hier ist der Omelettpreis Haselünne in Silber. Nicht in Gold? Nein, Quatsch. Das ist ein Foto, da war ich in Bolivien in einem Fußballprojekt, einer großen Fußballschule, die auch einen großen Sozialanteil hat und wirklich armen Kindern Schule und Fußballspiel ermöglicht. Und ich war dafür eine Organisation, die Stipendien für Kinder dort finanziert. Was mich an der Fotografie auch besonders fasziniert, ist einfach, dass man Geschichten über Menschen erzählen kann. Also ich habe einen hohen Anteil von Reportagefotografie, wo ich wirklich durch Länder reise und bestimmte Geschichten recherchiere, dokumentiere. Ich war auch schon wirklich an so vielen Orten. Ich war schon tief im Bergbau. Ich bin schon mal auf ein Windrad geklettert, habe mich da oben festgetackert, ein Stativ aufgebaut. Das ist ein ganz tolles Beruf, was der macht. Und der fotografiert gerne Menschen international. Also ich glaube schon, dass Martin durch seinen Beruf sehr viel erlebt hat und viele Leute kennengelernt hat. Ich war schon bei Herzoperationen dabei. Ich war schon ein paar Mal im Gefängnis, habe da gearbeitet. Ich war im größten Gefängnis Perus mal. Mit 12.000 Insassen. Also, ich sag immer so: Manchmal ist mein Leben so wie jeden Tag Sendung mit der Maus gucken. Ich finde auch, eine Fotografie gibt immer ganz, ganz viel Preis von Menschen. Und das ist das, was Martin über die Jahre kennengelernt hat. Und ich glaube auch, dass er in Gesichtern lesen kann, also durch seinen Beruf. So die Basis hier für meine Bouillabaisse püriere ich. In Frankreich würden Pfifferlinge einer Bouillabaisse niemals so nahe kommen, oder? Im Original sind es eigentlich auch nur Fische, die auf Steinen leben. Also es sind keine so Freiwasserfische, die da reingehören. Aber das, ich mache ja Seeteufel dazu. Das ist, glaube ich, kein Fisch, der auf Steinen liegt. Aber das ist auf jeden Fall einer, der auf dem Boden liegt und ich weiß nicht, Seeteufel, das ist eigentlich so, der wird in aller Regel ohne Kopf verkauft, weil der ist so hässlich, dass ihn selbst die Mutter nicht so richtig mag.
Und das heißt dann ja schon was, ne? Stimmt das, Mama? Ja, mein Kind. Gibt es noch weitere Unterschiede zwischen deiner Fischsuppe und dem Original? Im Original ist es ja eher eine Brühe. Ich mache da so eine Mischung aus so einer Suppe und Soße raus. Das wird also eine sehr kompakte Suppe oder eine flüssige Soße. Super geschmacksintensiv. Also das wird, glaube ich, sehr gut. Ich konnte mir vorstellen, dass da Lachs vielleicht kommt und Steinbutt kann auch sein, weil es etwas festiger und von Meerfrüchten, dass da paar Muscheln sind, Gambas, ja, das konnte ich mir vorstellen. Ja, du machst gerade das Fleisch rein. Genau. Zeig doch mal, bevor du es im Sous-Vide-Garer versenkst. Genau, das ist ein Côte de Bœuf mit Knochen, dry-aged. Mariniert in Vakuumbeutel und das geht jetzt ab ins Wasser. Côte de Bœuf ist schon was Feines, oder? Côte de Bœuf, das heißt im Deutschen heißt das Hochrippe. Das Côte de Bœuf, das ist dry aged und also wirklich sehr gut abgehangen. Das gare ich sous vide und werde es dann hinterher nur noch in der Pfanne scharf anbraten und mit ordentlich Butter und Kräutern noch mal ein bisschen füttern. Bei Rindfleisch ist wichtig der Garpunkt, dass der nicht zu trocken wird. Also ich mag das sehr, sehr gerne rosa und medium. Da achte ich schon sehr drauf, dass das schön vorbereitet ist und nicht zu durch. Dann müsste langsam der Teig für die Tarte ausgerollt werden. Das ist ein Mürbeteig, ganz, ganz banal. Mit Butter, Mehl, Ei. Und jetzt werden alle sehen, dass ich ihn nicht backen kann. Wer hat dann den Teig gemacht? Den Teig habe ich gemacht. Okay, Teig machen ist ja auch noch kein Backen. Aber wieso hast du dich dann überhaupt für eine Tarte entschieden? Weil es für mich auch Frankreich symbolisiert, auch durchaus den Süden von Frankreich, weil ich es lecker finde und weil es vielleicht auch so die Hoffnung, dass es etwas ist, was auch ich hinbekommen kann. Ich bin nicht so der Nachtischtyp und ich esse auch Nachtische gar nicht so irrsinnig gerne. Ne? Also mir reicht oft, wenn ich als Nachtisch habe, eine kleine Kugel Eis und ein Espresso dazu. Das reicht mir schon ganz oft. Immer dann zu der, wo dir eigentlich was fehlt, hinrollen. Imra betreut jetzt die Muscheln und Martin parallel. Muss ich das nochmal fetten? Ja. Mal wieder einer ganz gut geklappt. Immer, wie mache ich das am besten? So? Genau, perfekt. Ist ja gar nicht so einfach, Martin, oder? Und in mein Inneres möchte eigentlich das ganze Ding an die Wand kloppen. Aber du hast dich im Griff. Oder was wolltest du sagen? Mein Über-Ich kämpft dagegen an. So? So, dann Eis. Das Eis, genau. Das beschäftigt auch die anderen gerade. Ich würde mir dann wünschen, dass es dann mit der Zitrone ein Sorbet. Das wäre so, fände ich sehr erfrischend. Sehr, so ein bisschen prickelig auch. Ja, das würde ich mir wünschen. Jetzt bei den Temperaturen wäre halt eine frische Note, ein frisches Eis. Schön cremig, fluffig, wenig Eiskristalle drin. Das wäre schon wünschenswert und ja. Ich glaube, jetzt ist Martin der Seeteufel erschienen. Das sind halt die Bäckchen von der Lotte. Ne? Das ist also wirklich der Kaumuskel. Das ist ganz wunderbar festes Fleisch. Wirklich toll. Was machst du damit? Ich konfiere die. Also ich werde die bei 80 Grad in aromatisiertem Öl ganz langsam. Und die sollen dann glasig werden. Also die werden trocken, werden sie praktisch nie. Da ist dann eher so eine Gefahr, dass es den Leuten möglicherweise zu wenig ist. Schätzt du dich auch so gut ein, wie das alles klingt? Das ist schwer. Sagen wir mal so, was ist, wenn 10 Drei-Sterne-Koch ist, bin ich bei 7,853. Da werde ich jetzt den Fisch eine Zeit lang einlegen. Das Salz zieht dann, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, was da passiert. Das ist auf jeden Fall sehr gut.
Ich glaube, es zieht so ein bisschen Wasser aus den Zellen in dem und macht das Fleisch etwas fester. Ich kann kochen, ja. Ich habe eine große, weil ich das wirklich seit 30 Jahren mache, habe ich eine große Routine. Wenn ich in ein normales Restaurant gehe, dann weiß ich eigentlich immer, wie es gemacht ist. So, dann sage ich nicht, dass ich das könnte, vor allem nicht in diesem guten Timing oder so, das auf keinen Fall. Aber ich weiß zumindest so Pi mal Daumen, wie es geht. Ich war mal in einem 3-Sterne-Restaurant essen und da wusste ich es überhaupt nicht. Das ist dann der Unterschied. Da habe ich übrigens schon mal bei einem Gang in einem 3-Sterne-Restaurant habe ich angefangen zu weinen. Wie bitte? Vor Rührung, weil es so toll war.